So, nochmal, ja, also ihr seid ja schon auf dem Weg zum echten Experten. Muss ich ja mal. Tee-Experten. Nicht jeder aus Friese ist ja automatisch Tee-Experte. Ne? Da müssen wir auch mal an der Stelle auch mal festhalten. Wir hatten ja vorhin gesagt, wie viele Sorten produzieren wir? 70. Wie viele Packungen Tee können wir denn so am Tag hier wohl produzieren bei Bünding Tee? Oh. Sind das 10.000, 20.000, 30.000? Wie viel gehen hier jeden Tag wohl so ungefähr raus? Ja, die Zahl muss ja sehr hoch sein. Wenn du überlegst, dass der Verbrauch 300 Liter pro Kopf im Jahr ist, auf 70 Sorten sage ich mehr als 30.000 Packungen. Ich auch. Ja, also man muss ja einfach auch mal dazu sagen, wir sind ja nicht der einzige Anbieter. Ne? Nee, ja. Leider. Ja, ja. Aber die, das ändern wir gerade. Aber die 300 Liter werden ja, ne, also und da gibt es ja noch andere Sorten. Andere Händler. So, jetzt mal zu der Frage zurückzukommen. Ich sage auch, also ich sage, 30.000 Packungen werden am Tag hier produziert. Das soll ja. Jo, damit habt ihr recht. So, jetzt ist ja der klassische Ostfriesen-Tee, ist ja schwarzer Tee, loser Tee, ne, hier in den schönen Packungen. Wenn die in Süddeutschland Tee trinken, Kräutertee, dann trinken die ja den in Teebeuteln. Ja. Aus was wird denn wohl so ein Teebeutel gemacht? Oh, ey, soll Tee-Experte werden, auch doch kein Beutel-Experte. Na, dünner Kunststoff? Das ist ein synthetischer Stoff? Oder? Nee, das, ich glaube, das ist so eine Richtung... Pflanzenfaser. Ich vermute, dass es sogar aus den Pflanzenresten benutzt wird, aus dem der Tee gemacht wird. Ja, ich glaube es auch mit pflanzlichen, weil der soll sich ja auflösen. Also wenn er weggeschmissen wird, der Kompost. Der Ostfriese ist ja auch ökologisch. Ja, genau. Den kannst du ja auf den Kompost sogar schmeißen. Der löst sich selber auf. Ja, also es ist auch richtig. Also bei uns werden natürlich alle Teebeutel nur aus pflanzlichen Fasern gemacht. Da ist kein Kunststoff, kein synthetisches Material dabei. Und auch keine, wie man es früher kannte, hat man ja den Faden und das Etikett mit so kleinen Metallklammern an den Teebeutel getackert. Gibt es auch nicht mehr. Heute wird das alles genäht. Also völlig ökologisch und auch alles organisch abbaubar. Da habe ich jetzt eine kurze Frage. Ist es aber nicht teurer, so zu produzieren, als Kunststoff zu nehmen beispielsweise? Das mag teurer sein, das glaube ich gar nicht mal. Es ist auf jeden Fall sinnvoller so zu produzieren, weil wir es ja bei Tee mit einem Naturprodukt zu tun haben und da auch nichts Künstliches dran haben wollen. Aber das ist die richtige Einstellung eines Unternehmers. Richtig. Nicht am falschen Ende sparen, und das ist ja eine richtige Unternehmereinstellung. Weiter denken als Umsatz, 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 billiger, 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 sondern so hat man zu denken als Unternehmer. Richtig. Der Umwelt auch was zu geben. Kommen wir mal zum Tee wieder zurück. Aus Friesentee, der schwarze Tee. Wo kommt denn der jetzt nun wirklich her? Weil in Ostfriesland, sage ich ganz ehrlich, kommt er nicht. Da wächst er nicht. Aber kommt er aus Deutschland oder kommt er aus Spanien, wo es warm ist, oder aus Indien? Ja, entscheide dich mal zwischen Deutschland, Indien und Spanien. Nur mal so. Ich sag Indien. Ich kann mir wirklich vorstellen, ich bin ja meiner... Ey, ich weiß, du, ich bin jetzt ganz kurz, davor, das hier nicht so weit zu werfen, aber... Ja, aber ich habe wieder... Wir haben vor einer halben Stunde, haben wir da noch drüber geredet. Streng dein Gedächtnis. Das geht nicht um das Gedächtnis, sondern wenn ich wieder überlege, wie ökologisch hier gearbeitet wird. Ja. Und Tee ist, glaube ich... Oh, jasses. Nee. Ja, weil das mich aufregt. Ich hab du wieder vergessen. Ich sag, dass der Tee kommt tatsächlich aus Deutschland. Auch wenn die Teepflanze keinen Frost ab kann, vermute ich, dass der Tee, weil du weißt ja auch nicht, wie er saisonbedingt aufgebaut ist. Ich sag Indien, nur hör auf zu erklären. Ich sag Deutschland. So. Also es wäre schön, wenn wir Tee in Deutschland anbauen könnten, aber leider gibt das klimatischen Verhältnisse nicht her. Denn Tee wächst in einem tropischen oder subtropischen Gürtel rund um den Erdball. Und das wichtigste Anbauland ist Indien in der Tat. Und für unseren Grünpack beziehen wir die Tees speziell aus Indien und ganz genau aus Assam. Denn ein echter Ostfriesentee besteht zum größten Teil aus Assam-Tee. Der ist kräftig, der ist dunkel, das ist das, was den Geschmack die Tasse Vielen gibt. Vielen Dank, das haben Sie vor einer halben Stunde schon mal erklärt. Hast du wieder nicht zugehört? Wir halten das mal fest, ich habe 6 Punkte, du hast 4 Punkte. Ja. So, gut. Ja, weil du nicht zuhörst. Perfekt. Ja, aber das wollen wir da jetzt im Wiki festhalten, liebe Leute da draußen. Ich habe 6 Punkte, Dirk hat 4. Also heißt das, ich bin der Sieger. Wo ist mein Geschenk? Du darfst mit mir hier Zeit verbringen. Das ist ein Hauptpreis. Ja, der Hauptpreis kann ich auch woanders kriegen.